Down in a gangster's paradise. Oh yeah, es ist der Gangster-Podcast. Mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee. Oh nein, eigentlich ist es nicht der Gangster-Podcast. Wäre aber cool. Das ist der Gangster-Podcast in Paradise. Warum sind wir in Paradise? Wir waren gute Gangster. Wir haben nur für den guten Zweck getötet. Und dann macht so der Himmel eine Ausnahme. Genau. Okay, nice. Aber es ist trotzdem quasi eine Art Ghetto im Paradies. Also Wenn Paradies richtig krass ist, ja, ist schon so ein bisschen die günstigeren Wohnungen, weißt du? Oh nein. So, ey Mann, hier gibt's alles. Hier gibt's Hühnchen, hier gibt's Wassermelone ohne Ende. Warum gibt's Hühnchen? Ja, okay. In der Hood gibt's Hühnchen und Wassermelone. Ja. Wir sind wieder da. Wir sind wütend, okay? Viele Sachen laufen zurzeit nicht so, wie sie sollen. Und ich bin sauer. Und eigentlich will ich drüber reden. Ich weiß nicht, ob ich drüber reden darf. Ja, sollen wir darüber reden? Also vielleicht sollten wir sogar darüber reden, dass, falls wir eventuelle Maßnahmen ergreifen, die Leute auch verstehen, was los ist. Ah, okay. Würde Sinn machen, oder? Theoretisch schon. Also im Moment ist es gerade so, dass Ari und ich, also eigentlich nicht im Moment, das ist eigentlich schon immer. Ari und ich haben Ambitionen, größere Projekte zu verwirklichen. Genau. War das das richtige Wort? Ich glaube schon. Okay. Genau, es gibt größere Projekte und Ziele, die wir gerne umsetzen wollen würden. Das ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn man gleichzeitig den YouTube-Channel hat und gleichzeitig verschiedene, also auch diesen Podcast und verschiedene. Naja, und mit manchmal ein bisschen schwierig meint er immer ziemlich schwierig. Ja, also es sind einfach sehr viel Zeit in Anspruch. Und das soll jetzt auch gar nicht irgendwie undankbar klingen oder sowas, weil ich habe immer Angst, dass das so wirkt. Generell macht uns das extrem Spaß, also jetzt auch so einen Podcast aufzunehmen oder auch die Videos zu machen und sowas. Na, wir können es ja einmal am Anfang klarstellen, so, wir sind voll dankbar dafür und Wir lieben das auch. Das kommt einfach nur on top. Genau. Es ist halt einfach so, dass man schafft einfach nicht das, was man schaffen will. Ja. Es ist so ein irgendwo so ein Teufelskreislauf. Also so, manche Steine legen wir uns auch irgendwo selber in den Weg mit eigenen Ansprüchen, die wir haben. Dass wir sagen, zum Beispiel jedes Video muss unbedingt online oder es den Anspruch für den Inhalt. Es kommen einfach viele Fakten dazu und dementsprechend nehmen wir uns immer sehr, sehr viel vor. Mhm. Oder unsere Ansprüche, sage ich mal, zwingen uns sehr viel zu tun, was dann sehr wenig Zeit für weitere große Projekte übrig lässt, die eigentlich sogar die meiste Zeit in Anspruch nehmen sollten. Ja. Bei uns. Beziehungsweise, was heißt die meiste Zeit? Also ich glaube, in einer perfekten Welt, für mich zumindest. In einem Gangster's Paradise wäre es für mich so, dass wir 50% der Zeit mit unseren Videos verbringen und 50% der Zeit mit unseren Projekten. Und mal machen wir auch mehr mit unseren Videos. Und mal auch mit den Projekten. Mal machen wir mehr für die Projekte. Das ist einfach, aber ungefähr in einem harmonischen Gleichgewicht. So stelle ich mir das Gangster Paradise genau vor. Genau. Aber dann kam die Feuernation. und der Avatar verschwand. Ach man, es ist sehr viel, es ist schwer zu erklären, aber im Endeffekt ist es so, dass wir nicht dazu kommen, an den Projekten, an denen wir eigentlich weiterarbeiten möchten, weiterzuarbeiten. Um es mal einfach kurz an dieser Stelle einzuwerfen, es gibt einfach gewisse Ziele, die, also das wissen viele auch von euch mittlerweile, weil wir das schon häufig ansprechen, aber auch jetzt nicht sehr, sehr oft, weshalb ich das einfach vielleicht nochmal wiederhole. Wir beide haben, seitdem wir schon mit YouTube angefangen haben, sogar schon vorher, Ziele gehabt wie internationale Spielfilme zu drehen oder halt Musik und so weiter und so fort. Und also wirklich sehr, sehr große Ziele, die ja sehr, sehr groß gedacht auch sind, aber dementsprechend erfordert das auch sehr, sehr viel Arbeit. Also das erreichst du nicht einfach mal mit, ja, sondern also du musst dafür wirklich hart, hart ackern. Klar gibt es auch mal seltene Beispiele, die es ein bisschen mehr oder weniger durch Glück und Talent geschafft haben, aber das im Endeffekt bedeutet das super viel ackern. Und was halt seit eh und je der Fall war, dass wir ständig viel mehr Zeit in YouTube investiert haben als in diesen Projekten. Und teilweise war das dann auch so, dass unsere quasi wöchentlichen Videos so viel Zeit gefressen haben, dass wir monatelang gar nichts gemacht haben, also gar nichts im Sinne von an diesen großen Projekten gearbeitet haben. Also es gab ja auch mehrere längere Zeitperioden, wo keine Kurzfilme von uns kamen. Und
Falls das niemandem aufgefallen ist, Jay macht länger Musik, als wir YouTube zusammen machen. Also er hat schon vorher angefangen gehabt mit Musik. Und jetzt überlegt mal, wann wir mit YouTube angefangen haben und überlegt mal, wann sein erster Song seitdem, ne, da hat er ja schon davor Songs, aber sein erster Song seitdem online kam. Das waren ungefähr 4-5 Jahre, oder? Mhm, ja. Und woher kam das? Also so, gut, vielleicht für Außenstehende nicht sichtbar, aber ich weiß ja, weil ich ja die ganze Zeit mit Jay verbracht habe, weiß ich ja, dass er die ganze Zeit richtig verzweifelt war und unbedingt an Musik arbeiten wollte. Aber ihr müsst auch wissen, kreative Prozesse, dafür brauchst du halt einfach einen freien Kopf. Manche vielleicht nicht, also es gibt ja Köpfe verschiedener Art und Weise, aber irgendwas habe ich gerade falsch gesagt, oder? Köpfe verschieden auf verschiedene, nee, Köpfe funktionieren auf verschiedene Art und Weisen, das ja. Wollte ich sagen. Und in der Regel kennen wir das so zumindest, dass du einen freien Kopf brauchst. Und wenn du ständig mit alltäglichen Pflichten und mit der Routinearbeit beschäftigt bist, wird das sehr schwierig. Und das hat halt auch dazu geführt, dass es 5 Jahre gedauert hat, bis er sich an Musik rangesetzt hat. Und ich weiß genau noch, wie lange das dann nochmal gedauert hat von der Song ist fertig bis zu auch noch, wir haben ein Musikvideo fertig, yeah. Nebenbei, während wir unsere wöchentlichen YouTube-Videos produzieren. Also wie gesagt, das haben wir auch schon mal am Anfang gesagt, das klingt jetzt vielleicht auch nach Rumheulen auf hohem Niveau so ein bisschen, weil so, oder auf hohem Niveau, aber so mit hohen Ansprüchen so ein bisschen. Mit Extras. Genau, mit Extras, with extra steps. Nee, weil ja, na klar, Leute, die einen normalen Job haben und nebenbei irgendwie auch kreativ sein möchten, die haben es genauso schwer, wenn nicht sogar noch schwieriger. Ich glaube aber, was das Problem bei mir zumindest und eigentlich bei uns beiden ist, dass wenn unser Hauptberuf YouTube ist, mit dem wir eigentlich immer kreativ ausgelastet sind, dann rattert dein Kopf in der Hinsicht nonstop. Und es ist sehr schwer, diesen Prozess zu unterbrechen, einen ganz anderen kreativen Prozess anzufangen, diesen gut zu machen und dann wieder zu stoppen und dann diesen anderen wieder nahtlos fortzuführen, ohne dass einer der beiden darunter leidet. Und das Problem ist, dass wir auch nicht wollen, dass unsere YouTube-Videos darunter leiden, ja. Weil das ist ja auch nicht Sinn der Sache, dass wir dann irgendwie schlechte Videos machen. Wir machen ja auch gerne die Videos und die sollen ja auch cool sein, aber der YouTube-Algorithmus spielt auch noch eine Rolle. So, wenn du aufhörst, Videos zu machen, dann sagt er, ah, okay, ja, nice, dann tschüss. Dann ciao. Und das ist halt auch ein großes Ding, so ganz viele Faktoren, die dazukommen. Aber ja, im Endeffekt macht es einem auf jeden Fall nicht leichter, wenn man irgendwie an anderen Projekten arbeiten will. Ich muss sogar sagen, bei uns hat es ja sogar angefangen, dass wir nebenbei Arbeit für unser Einkommen hatten und dann mit YouTube angefangen haben, ja. YouTube und Kurzfilme. Das ist auch auf jeden Fall schwierig, weil wir haben das haben wir auch durchlebt. Ja. Aber ich würde sogar sagen, dass unsere jetzige Situation wesentlich schwieriger ist. Einfach aus dem Grund, als wir früher zum Beispiel nebenbei gearbeitet haben, war uns diese Arbeit nebenbei egal. Die haben wir einfach nur gemacht, weil wir mussten. Wir mussten unser Geld irgendwie zum Überleben haben. Und das war auch eine Arbeit, wenn die Uhrzeit, wenn Feierabend war, war es vorbei. Ja. Und du hattest keine Verantwortung mehr. Wir mit YouTube tragen wir die 24/7 Verantwortung. Ey, wird unser Video rechtzeitig fertig? Wissen wir schon, was wir als nächstes machen? Hm. Ist das gut genug? Ist es nicht gut genug? Was machen wir dann, wenn? Und so weiter und so fort. Das heißt, wir haben auch nicht nur diesen kreativen Prozess, sondern wir haben auch ständig eigentlich Sorgen im Kopf, die wir tragen. Einfach, weil es halt einfach unsere Verantwortung ist und die übernehmen wir auch gerne, aber es ist halt unsere Verantwortung. Jeder Selbstständige kann das nachvollziehen. Es ist einfach deine eigene Verantwortung, ob dein Geschäft gut läuft oder nicht. Und dementsprechend hörst du auch nie auf, daran zu denken. Es ist nicht, du hast Feierabend, bist weg und dann ist vorbei. Sondern nee, es kann 3 Uhr nachts sein und du hüpfst auf und denkst dir, oh shit, what are we gonna do now? Ja, voll. Ja, deswegen deswegen was naja, also, und ihr müsst jetzt wissen, es ist eine Sache, die uns voll aufregt, weil nicht, weil wir weil die andere Arbeit irgendwie zu viel ist und uns zerdrückt, sondern einfach nur, weil wir es dann zeitlich und kreativ nicht schaffen, die andere Arbeit, die wir auch super lieben, der nachzugehen. Und deswegen seit längerer Zeit versuchen wir die verschiedensten Methoden aus, um irgendwie einen Weg zu finden, die YouTube-Videos weiterhin zu machen, aber auch trotzdem irgendwie so, dass wir sagen, ey, wir finden die immer noch gut und gleichzeitig nicht nur so eine Stunde die Woche Zeit, sondern wirklich viel Zeit auch für die großen Projekte irgendwie
zu haben. Und ja, der Grund, warum wir sauer sind, ist, das funktioniert nicht. Nee, es funktioniert also, nicht. Es kann sein, dass es Wege gibt, aber wir haben die noch nicht herausgefunden. Ja. Also ich weiß, dass viele YouTuber, die zum Beispiel auch Musik machen, haben tatsächlich dann aufgehört, Videos zu posten. So, Dad Adam, Shirin hat auch sehr wenig dann nur noch gepostet. Stimmt. Bei Danergy ist ja seine Postings, seine Musik. Ja, ja, okay, das ist nochmal ein bisschen anderes. Genau. Aber der hat es halt zum Beispiel geschafft, das direkt zu vereinen und dann. Ja. Das ist cool. Aber grundsätzlich ist mir aufgefallen, dass die halt dann aufgehört haben, ihre Videos regelmäßig zu posten. Auch hier Ape Crime, die damals zumindest Musik hauptberuflich machen wollten, haben, glaube ich, auch dann ihre Videos offline genommen. Und ich habe mir immer, als die das gemacht haben, gedacht, warum machen die das? Was ich meine, so, mach doch beides, seid doch nicht doof. Aber, also ich verstehe zumindest jetzt, warum die das machen, weil es ist sehr schwierig, beides gleichzeitig gut zu machen. Ja. So, ja, mal einen Song nebenbei, wie manche YouTuber das machen, das ist nochmal was anderes, aber wenn du da irgendwie wirklich was reißen willst, und das ist jetzt nicht nur auf Musik bezogen, sondern generell jetzt auch, wenn wir, ich meine, schaff mal, ja, okay, ich erzähle es dir gerade, schaff mal einen Film nebenbei. So, das ist voll schwierig, Mann. Ja, ja, safe. Und ja, deswegen sind wir ein bisschen sauer. Wir sind, also, ja, wir sind gerade auf jeden Fall selber noch ein bisschen am Herausfinden, was es da vielleicht für Methoden gibt oder nicht. Mhm. Also, wir wollen eigentlich unbedingt weiterhin die YouTube-Videos aufrechterhalten. Ja. Wir haben uns allerdings nur einfach, damit ihr es vielleicht schon mal als Vorwarnung gehört habt, wenn wir wirklich merken, wir kommen mit den großen Projekten nicht voran, dann könnte es sein, dass wir mit den Videos aufhören. Keine Sorge, das bedeutet nicht für immer aufhören, sondern das bedeutet einfach nur, dass wir uns eine Auszeit nehmen, in der wir einfach keine Videos dann produzieren, damit wir in dieser Zeit an größeren Projekten arbeiten, die auch dann letzten Endes für euch sind. Also wir hören nicht auf, euch zu entertainen, ja. Sondern einfach nur die Form ändert sich und dementsprechend könnte es sein, dass eine kurze Zeit von uns oder vielleicht etwas längere, aber nicht allzu lange, ja. Um bestimmte Zeit weniger auf euch oder nichts auf euch zukommt. Also wir reden jetzt so, ich sag mal, von so 10 bis 20 Jahren, jetzt nicht irgendwie großartig. Ja. Nee, keine Ahnung, also nicht so lange, aber für unsere Verhältnisse lange, ja. Auf jeden Fall. Also, und es sind halt auf jeden Fall, klar, man muss der Realität ins Gesicht küssen, nee. Spucken? Kann man auch machen. Spucken, okay. Ja. Man muss der Realität ins Gesicht spucken und einsehen, dass... nee, also es wird auf jeden Fall ein sehr riskanter Move sein, weil wenn wir einfach zum Beispiel, sage ich mal, einen Monat oder zwei aufhören würden, Videos zu posten, haben wir schon einige Kanäle gesehen, die daran gestorben sind. Ja. Und ja, das sind Risiken, die wir halt irgendwo auch dann eingehen müssen, weil das sind einfach unsere Träume und unsere Lifetime-Goals. Und wir müssen halt, also wir können ja nicht einfach für immer sagen, ah scheiße, wir schaffen es nicht, unser Lebensziel zu erreichen, dann, na gut, ja. Scheiß darauf. So. Also auch, wie gesagt, das ist jetzt auch gerade noch nicht 100% fest, aber wir spielen tatsächlich mit dem Gedanken, weil, ich weiß nicht, ob dann in der Zeit Podcasts aufhören würden, weiß ich nicht, vielleicht machen wir die noch, weil die nehmen zum Glück nicht so viel Zeit in Anspruch. Aber diese ganzen, also Leute sehen halt auch nicht, wie viel wir für unsere Videos machen. Und neben den YouTube-Videos gibt es ja auch noch ganz viel anderer Shit, der damit einhergeht so ein bisschen. Also sehr viel Papierkram, sehr viel Verhandlungen, sehr viel Besprechungen, Meetings. Mhm. Ständig will irgendwer was von dir, aber auch, also jetzt nicht nur im negativen Sinne, auch im positiven Sinne, auch Leute kommen auch mit coolen Angeboten, Vorschlägen, was auch immer. Ja. Klar, natürlich kannst du einfach sagen, go fuck all yourselves, ja. Aber so, man hört sich das an, dementsprechend nimmt das alles Zeit in Anspruch. Ja. Mhm. Also, wie gesagt, wir werden gucken, ob wir einen Weg finden, das zu überbrücken, oder ob wir vielleicht weniger Videos veröffentlichen oder halt eine kurze Pause machen. Also wir wären auf jeden Fall mehr als glücklich, wenn ihr uns, falls wir das so machen, über die Zeit supportet. Ich glaube, wenn es wirklich so kommen würde, dass wir keine Videos mehr posten, dann wären wir, also auf unserem Hauptkanal, dann wären wir erstens hier immer noch aktiv, zweitens, ich glaube, gerade dann werden die, glaube ich, mehr von uns auf anderen Social-Plattformen mitbekommen.
Also, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich poste nicht so viel in meine Stories, aber ich glaube, da würde ich dann definitiv mehr posten. Das heißt, es gibt schon noch Wege, auf jeden Fall mit uns Kontakt zu haben und uns zu supporten. Den Kanal auf jeden Fall mit der Glocke abonnieren, damit ihr mitbekommt, wenn es wieder losgeht. Ja. Ziel aber wäre halt auch wirklich, dass wir dann auch, wir würden dann auch weitermachen. Also es ist jetzt nicht, dass wir dann sagen, okay, wir hören dann auf. Also wir wollen auf jeden Fall auch weitermachen danach. Aber ja, es steht ein bisschen im Raum, ob wir es machen oder nicht. Was krass wäre, wäre, wenn, wenn wir es nicht machen. Und so, dann haben wir... Aber also wir sagen es ja gerade schon, weil es... weil wir ernsthaft mit dem Gedanken spielen. Ja. Einfach, weil wir sauer sind. Ja, ja. Wir sind sauer. Auf jeden. Ja. Oh Mann, ey. Das ist echt eine Sache, wovor ich extrem Angst habe. Das ging auch von Gangster Paradise straight into... Wir sind sauer. Wollen wir noch irgendwas so cooles, gutes erzählen so ein bisschen? Okay, irgendwas cooles, gutes. So, um ein bisschen die Stimmung aufzuheitern. Ja, 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 ja. Was ist cool? Will Smith ist cool. Was ist gut? Jesus. Also. Jesus Smith. Aha. Wir reden über Jesus Smith. Er ist so der andere, der aus der Familie. Das ist der andere aus der Familie. Es gibt Will Smith, Jada Smith, dann gibt es noch Willow und Jaden und dann gibt es noch Jesus. Jesus Smith. Was macht er eigentlich? Was er macht? Ja, weil alle sind ja in der Medienbranche extrem tätig, so weißt du? Ja. Na, er hat doch so eine Weinfabrik. Ah. Lässt sich immer ganz viel Wasser liefern und dann... Das ist ein Milliardenunternehmen. Ja. Die meisten wissen es nicht. Auch Forbes wird da halt gerne ausgelassen, ja, weil er da sich ziemlich bedeckt hält. Aber wir von Jay und Aria haben die Insider, weil wir kennen Will Smith. Als wir ihn getroffen haben, meinte er, you know about my other son, Jesus Smith. Und wieso nee? Und dann hat er uns die Geschichte erzählt. Genau. Ja, das war was Gutes, Cooles. Das war was Gutes, Cooles. In den Kommentaren hatten wir neulich irgendwie gefragt, über welche Themen wir noch sprechen können und sollen. Ein Thema, was vorkam, ist gruselige Geschichten aus unserem Leben. Ah. Gibt es irgendwas, ja, Gruseliges, was dir passiert ist? Definitiv. Mir auch, aber dann hau auf jeden Fall raus. Okay, das heißt, dieser Teil des Podcasts wird jetzt schaurig und gruselig. Ja. Ja. Und wir erzählen jetzt eine gruselige Geschichte, die uns wirklich mal passiert ist. Ich stelle mir vor, so einen Typen mit so einer Trompete. So, Bro. Okay. Ich war jung. Mhm. Und habe das Geld gebraucht. Ja. Als ich jung war, habe ich immer das Geld gebraucht. Ja. Die Aussage trifft zu. Als ich in Ulm gelebt habe, genauer gesagt in Wieblingen. Mhm. Oh, scheiße, gruselig. Da würde ich auch nicht leben wollen. Ja, das war so die... Nein, keine Ahnung. Ich weiß, ich war noch nie da, keine Ahnung. Das war so damals in Ulm zumindest die so ein bisschen so die Hood. Ah. Ja, so... Gangster Paradise. Genau, Gangster Paradise ohne Paradise. Ah. Habe ich oft irgendwie mit so ein paar Kids so from the block abgehangen einfach. So, wir haben einfach so abgehangen. So Jenny? Ja. Jenny war auch dabei. Mhm. Also das war eigentlich mieser Waste of Time, was wir eigentlich immer gemacht haben. Aber ab und zu gab es halt irgendwelche Abenteuer. Mhm. Meistens war es voll langweilig und manchmal ist halt an einem Tag was passiert. Wie jetzt Abenteuer? Hörst du gleich. Okay. Es wird minimale Abweichungen von der Wahrheit auf jeden Fall geben, einfach weil es so lange her ist. Ich war locker 13, 14 oder sowas. Also wir waren so ein paar Jungs und drei Girls oder sowas vielleicht noch, so zwei, drei Girls. Und wir sind dann irgendwann in so ein verlassenes Haus gegangen und hatten ein Ouija-Brett mit dabei. Ach echt? Ja, also wir haben Glasrücken gespielt. Ich weiß nicht mehr, ob wir das Brett selbst gemalt hatten oder ob das ein professionelles war, weil wir aber das Geld gebraucht haben, kann ich mir gut vorstellen, dass es selbst gemalt war. Jedenfalls haben wir das gespielt und in meiner Gruppe waren immer mindestens ein, zwei dabei, die so ein paar Jahre älter waren, so weißt du? Wo man sich denkt, warum chillt ihr mit denen? So? Ja, eigentlich schon. Also aus meiner Sicht nicht schlimm, aber so... Ja. Aus deren Sicht vielleicht schon, ja. Aber so, waren so 16 oder sowas. Mhm. In dem Alter, also das ist ja nicht sehr viel Altersunterschied, aber in dem Alter kann das schon was, ja, klar, was ausmachen und so. Ich glaube, die haben uns halt auch so voll gefoolt. Wir haben halt so Gläserrücken gespielt und ich habe es halt so voll nicht an sowas geglaubt. Und irgendwann hat sich so das Glas bewegt.
Und wer auch immer, ich weiß es bis heute nicht, wer dafür verantwortlich war, aber wer auch immer das gemacht hat, der hat es wirklich gut gemacht, sodass man nicht sieht oder checkt, wer schiebt gerade oder so. Ja. Aber plötzlich hat sich halt das Glas angefangen zu bewegen. Warte, während die es berührt haben? Ja, ja. Okay, weil so, dann hat sich das Glas einfach bewegt und ich weiß auch nicht, wer es war. So eigentlich so ein richtiger Geist und so. Okay, erzähl weiter. So, die Girls hatten dann auch schon Todesangst. Ich habe auch schon so langsam ein bisschen angefangen, so mich zu gruseln und so. Mann, das hört sich erst so komisch an. Wir hatten so ein Versteck zwischen so Gebüschen, okay, wo wir vor oft gechillt haben. So, wir haben so Eistee getrunken und da gechillt. I know, it's weird, right? Und dann dachten die Leute so, es wäre irgendwie eine gute Idee, so sich jetzt so gegenseitig Gruselgeschichten zu erzählen. Ja. Und wir haben uns halt so alle gegenseitig Gruselgeschichten erzählt, an die ich mich alle nicht mehr erinnere, aber die Stimmung wurde halt immer, ja, kenne ich, scary und scary. Das kennt jeder, der so mal mit ein paar Freunden sich hingesetzt hat und gesagt hat, okay, jeder erzählt jetzt mal eine Gruselgeschichte. Ja. Dann werden die Vibes anders. Ganz anders. Ja. Und da war halt auch noch das mit dem Gläserrücken und so langsam hat man mehr Angst bekommen. Und ey, irgendwann, als wir in diesem Gebüsch waren, kam plötzlich auch so ein Mann auf uns zu, ja, und da war ich so, ey, das kann eigentlich keiner von den Kids irgendwie manipuliert haben, weil es war ein erwachsener Mann, ja. Wir konnten so mehr oder weniger nur seine Silhouette sehen, weil das so ein bisschen hinterm Gebüsch war, aber der ist so da so ein bisschen so auf einmal in unserer Nähe langgelaufen und da läuft niemand, da ist nichts. Und wir haben so alle voll Schiss bekommen, so, yo, was geht denn jetzt ab und so. Wenn ich mich recht erinnere, haben wir, glaube ich, so alle so auf einmal Steine und sowas in die Hand genommen und so in seine Richtung geworfen, so, yo, was willst du, was ist hier los? Und in seine Richtung geworfen? Ja. So ein alter Typ, der so, und irgendwelche Kids, die Angst haben, fuck! Wir haben, glaube ich, auch so in seine Richtung gerufen, so, yo, wer bist du, was willst du? Ja. Und kam halt nichts. Taubstumm. Oh nein! Dann habt ihr ihn umgebracht und dann musstet ihr ihn vergraben. Ja, okay. Ja, und dann sind wir irgendwann mal durch den Wald gelaufen und es wurde schon so langsam dunkel und wir hatten alle Angst und wir meinten, okay, wir begleiten uns alle gegenseitig nach Hause. Die Girls zuerst. Ja. Dann haben wir Girl 1, Girl 2, gebracht. Ein Girl ist noch übrig geblieben, weil Jenny, es war meine Nachbarin und ich sollte sie dann einfach nach Hause begleiten. Dann haben wir alle anderen Jungs so nach Hause begleitet, zurückgebracht. Irgendwann im Wald kam plötzlich auch einfach aus dem Himmel, so out of the nowhere zumindest, ja, ein Blatt, ich weiß nicht mehr was, aber mit Rot war irgendwas drauf gekritzelt. Und wir waren alle so, woher zur Hölle? Hier ist ja kein Gebäude, wo irgendwer was runterwerfen kann, ja, es war ein Wald. Und da kam das einfach von oben nach unten. Und so. Ein Papierblatt oder ein Blattblatt? Ja, so ein DIN A4-Blatt. Achso, okay. Kann sein, dass es irgendwer von denen war, aber ich kann es mir bis heute nicht erklären. Wir hatten dieses Stück Blatt so weit hochgeschmissen, weil es war nicht geknüllt oder so. Hochgeschmissen, dass es von weit oben so, ja, langsam nach unten kommt. Was stand drauf? Weiß ich nicht mehr. Irgendwas, glaube ich, sogar Gruseliges. Ah. Und okay, alle zurückgebracht, dann waren nur noch dieses Mädchen und ich. Und ich stand so damals so ein bisschen auf sie und so, ich so, okay, du musst sie jetzt nach Hause bringen, du musst tapfer sein. Zwischen meinem Hochhaus und ihrem Hochhaus gab es so eine Unterführung, die immer so mega gruselig war und todesdunkel, da gab es auch keine Lichter. Und keiner wollte auch tagsüber da durchgehen. Ja. Aber ich musste die dann irgendwie so halt dadurch nach Hause bringen. Todesangst gehabt, dann schnell wieder zurückgerannt. So vor ihr noch so auf cool getan. Und dann bin ich nach Hause gekommen und die Kacke war, an dem Abend waren meine Eltern im Ausland und mein Bruder hatte einen neuen Job. Ich wusste, dass er so bis 6 Uhr morgens arbeiten war. Also warst du alleine? Ich war alleine. Und Jesus, hatte ich Angst, Alter. Und irgendwann mal klopft es auf einmal todeslaut an meine Haustür. Und ich so, wow, shit, was ist denn jetzt los? Auf einmal wieder. Ich habe so mies Angst bekommen. Ich weiß noch, wir hatten kennst du diese Laserkristalle, wo irgendwelche Hologramme so eingraviert sind in so ein Stück Glas? Okay, aus welcher Zukunft kommst denn du? Laserkristalle? Das ist voll 2005. Okay. Man, so ein rechteckiger Glasblock und da ist so was, so ein Hologramm so reingraviert. Das? Ah, ja doch, sowas kenne ich. Ja, genau. Aus welcher Zukunft? Na, Laserkristalle klingt voll krank. Mit Hologramm drin. Okay, my bad. Jedenfalls haben wir so einen gehabt, den habe ich so direkt genommen und so unser größtes Messer. Und ich bin so zur Tür gelaufen, ich habe so durch unseren Spion geguckt, war alles schwarz. Und dann habe ich so meinen Mut zusammengefasst, die Tür aufgerissen, so einen halben Schritt nach hinten, damit, wenn irgendwas ist, ich nicht in greifbarer Nähe bin. Ja. Und so, was willst du? Und so damit auf die Person gezeigt. Aber da war halt nichts. Boah. Es war halt so komplett dunkel. Ich wäre, glaube ich, gestorben. Ich habe nie wieder
irgendwas dazu gehört, herausgefunden, wer es war oder was auch immer. Also jetzt, wenn ich im Nachhinein darüber nachdenke, war safe einer von den anderen Jungs, ja, der so sich so dachte, ey, nach so einem Tag, denen jetzt noch so einen Streich zu spielen, gruseln die sich bestimmt heftig. Ja. Aber es wurde nie aufgelöst. Ja, ich hab mega Glück gehabt, dass meine Eltern mich angerufen haben und so gesagt haben, ey, Überraschung, wir sind doch früher zurück als geplant, weil die sollten erst am nächsten Tag kommen. Und ich war einfach nur mega Glück, weil ich hatte einfach den Schiss of my life. Jetzt gerade wirkt das nicht mehr so gruselig, vor allem du weißt ja auch, dass du verarscht wurdest. Aber ich weiß noch, früher war ich richtig, richtig schreckhaft. Ich glaube, ich wäre gestorben. Ja, Mann. Krass. Scheiße. Ja. Hast du auch? Ja, also mir sind auch schon Sachen passiert. Hörst du auch gerade kleine Mädchen singen? Ja, ich glaube, das ist im Hausflur. Okay. Das hat mich gerade wirklich erschrocken. Okay. Also ich habe tatsächlich auch eine Story, die kleine Mädchen beinhaltet. Und die ist sogar wirklich ziemlich gruselig, weil es ist nicht so, wie du meintest, von wegen, es waren irgendwelche Leute, die den Streich gespielt haben, sondern war kein Streich. Aber wir haben heute nicht mehr so viel Zeit. Das kannst du noch nicht machen. Warte, was wir machen können ist, ich glaube, der nächste Podcast am Mittwoch, ich glaube, das ist sogar Halloween, kann das sein? Echt? Nicht ganz, aber einen Tag davor. Okay, der 30. Okay, dann können wir vielleicht so ein Halloween-Special machen oder so. Wobei ich nicht weiß, ob wir genug für eine ganze Folge zusammenbekommen. Aber also ich kann mir ansonsten noch gruselige Geschichten ausdenken. Aber du sollst dir keine ausdenken. Na, du erzählst die Wahrheit. Und du lügst dann. Und ich erzähle drei Geschichten und du erzählst, du musst entscheiden, was wahr oder falsch ist. Okay. Auf jeden Fall, ja, vielleicht machen wir nächstes Mal eine gruselige Halloween-Folge oder sowas. okay, alles klar. Dann kann ich euch die Geschichte mal erzählen. Danke auf jeden Fall fürs Zuhören. Eigentlich haben wir heute uns nur ein bisschen aufgeregt und uns dann... Stimmt. Danke für die Therapiestunde, Leute. Ja. Honorar überweisen wir dann nächste Woche mit Gruselgeschichten. Sehr gut. Folgt diesem Podcast, falls ihr es nicht schon tut. Einfach hier auf Abonnieren klicken. Falls ihr auf Spotify oder anderen Audio-Streaming-Plattformen seid, dann könnt ihr diesem Podcast natürlich auch folgen. Wir laden wöchentlich hoch. Und ja, checkt ansonsten noch unseren Hauptkanal. Und ja, mein Name ist Jay Samuels. Mein Name ist Aria Lee und wir stellen uns heute zweimal vor. Du kannst es nicht mehr am Ende nochmal sagen, wie man heißt. Ich weiß. Und gute Nacht, San Francisco. Können wir irgendwann mal eine Show in San Francisco haben? Ich weiß nicht, ob es die Stadt gibt.